So Leute, da sind wir im nächsten Video. Diesmal habe ich was relativ Exklusives für euch. Und zwar, ein Grand Prix in der Box. Magic Fest in der Box. Entschuldigung, keine Grand Prix. Es gibt keine Grand Prix mehr. Vergesst das Grand Prix-Wort. Magic Fest. In der Box. Die ist ein bisschen zu groß für meine Kamera. Deswegen werde ich die jetzt hier daneben stellen und werde da rausgreifen. Und zwar fangen wir mal an mit den Playmats. Erstmal hier gerade mal kurz gucken. Da steht Grand Prix. Da steht Grand Prix. Das ist eine ganz böse Matte. Die ist aber schon ein bisschen älter, glaube ich, von einem älteren Grand Prix. Grand Prix Liverpool ist schon ein bisschen her. Ist ja natürlich auch mit der Vraska drauf. Das bedeutet, das dürfte... Boah, ich weiß es nicht. Könnt ihr mir ja mal schreiben. Gerade bei den Matten bin ich ganz, ganz unsicher. Solange es kein Magic Grand Prix ist, kein Legacy Grand Prix ist, ist es ja eh nicht zu mich. Und davon gibt es nicht mehr so viele so. Kein. Gut, die Vraska-Matte, man kennt die Produktionsqualität von denen, ist ziemlich gut. Ich finde die sehr, sehr hübsch. Also gerade wenn man Vraska mag, ist die schon sehr, sehr hübsch. So, gucken wir uns mal die nächste Matte an. Greifen wir mal hier rein, greifen wir hier raus. Und das ist auch ein Grand Prix Liverpool. Das sieht aus wie eine Golgari-Frau. Ich habe aber keine Ahnung, könnte auch eine Google-Frau sein. Ich habe doch keine Ahnung. Kenne ich tatsächlich nicht. Absolut nicht. Ist aber auch nicht mein Geschmack. Wer es schön findet, ist okay. Also die Matten sind nicht immer fest da drin. Da sind immer 4 random Matten von 4 random Grand Prix drin. Das finde ich schon mal ganz cool, dass man halt nicht genau weiß, welche Grand Prix Matten man bekommt. Die finde ich super mega hübsch. Oh mein Gott, das ist Lyon. Ich glaube, das ist die Staff Matte sogar. Also die Leute, die Judges, die da gearbeitet haben, die, glaube ich, gekriegt. Bin mir gerade nicht sicher. Die ist hübsch. Aber da heißt es auf jeden Fall schon Magic Fest. Das heißt, die ist nicht so alt wie die anderen. Wo Grand Prix draufsteht. Anders. Und natürlich wäre jetzt cool, so Bologna zu ziehen oder so. Bologna wäre halt jetzt auch richtig nice. Bologna, falls die Leute, die es nicht wissen, da war ich auch mit meinen Jungs. Und es ist Grand Prix Brüssel. Kenne ich nicht. Das ist eine Katze. Das sieht aus wie eine Commander-Karte. Ich habe keine Ahnung. Es steht auf jeden Fall noch Grand Prix drauf und nicht Magic Quest. Also sind die wahrscheinlich ein bisschen älter. Aber wie gesagt, keine Ahnung. Was haben wir als nächstes? Sleeves. Oh mein Gott. Wir kennen alle die Qualität von den Channel Fireball Sleeves, die sie hier rausgeben. 80 Stück. Ich glaube in Kombination mit Ultra Pro. Ultra Pro. Mhm. Ja, 5 Packen Sleeves. Immerhin. Dann hast nicht eine, nicht zwei, sondern doch, zwei. Zwei von den ganz normalen, stinknormalen Channel Fireball Boxen, die irgendwie jeder, der irgendwann mal auf dem Grand Prix war, hinterhergeschmissen bekommt, weil jeder am Platz liegen lässt. Wichtiger Tipp für euch, guckt die mal nach. Manche Leute stecken da ihre Promos rein und lassen die am Tisch stehen. So, und dann haben wir zwei Commander-Deckboxen. Also wirklich explizit mit dem Commander Solring drauf. Die hat man bekommen, wenn man sich in der Commander Corner oder wie sie das nennen. Ich glaube Commander Ecke, Commander Area. Wenn man sich dafür angemeldet hat, dann hat man diese Boxen bekommen. Statt die hier. Ja, ja. Haben wir auf jeden Fall mal die Boxen. Tun wir beiseite. Dann kommen wir zu den interessanten Teilen dieser Box. Und zwar als allererstes haben wir ein Minion. Ich halte das mal ein bisschen näher in die Kamera. Ein 1-1 Minion. Ich weiß gerade nicht, wer zur Hölle Minions produziert. Ich finde das Artwork aber hübsch. Und irgendwo erkenne ich die Frau auch. Ich weiß nur nicht, woher. Und eine Mutavolt. Genau. Es ist eine alte Grand Prix Promo drin. Und diese alte Grand Prix Promo ist in diesem Park eine Mutavolt. Kann eine random sein, also das weiß ich. Ich habe schon Leute gesehen, die da den Grizzlebrand draus hatten. Auch nicht verkehrt. Kann natürlich auch wesentlich schlechter sein. So, also hier einmal eine Art-Karte und eine alte Grand Prix-Karte. Dann haben wir 4 Path to Exile. Full Art, Non-Foil. Ja, sind 4 Stück. Dasselbe haben wir dann nochmal in cool, also glitzernd. Nochmal 4 Stück. Das ist echt 4 aus der Box. Was haben wir hier noch? Dann haben wir hier noch 1 Solring, 2 Solringe, 3 Solringe, 4 Solringe. Oh, die sind hübsch. Die sind richtig hübsch mit diesem Symbol in der Mitte.
Und sie sind halt auch auf den Boxen drauf. Das ist aber so der irrelevante Teil davon. Aber die sind hübsch. Genau. Von den Sohringen haben wir natürlich noch einen in Foil, weil einer in Foil scheint zu reichen. Das Foil, den kommt ja mal gar nicht durch. Was ist das denn? Es ist auf jeden Fall Foil. Ich weiß, ihr seht das jetzt nicht so gut, aber man sieht so minimal hier oben, das Foiling ist nicht schön. Das ist es auf jeden Fall nicht wert. Ja, und dann haben wir noch unsere Grand Prix Länder. Ich mach die mal auf. Was haben wir denn da? Einmal eine Ebene, hinten mit so einer Arena. Die kommen mir bekannt vor. Sieht, meiner Meinung nach sehen die aus wie die Battleborn-Länder, aber keine Ahnung. Magic Fest 2020. Kenne ich nicht. Die ist hübsch. Auch hier mit diesem Ding hinten dran. Der Sumpf mit. Die haben alle diesen komischen Tower hinten dran. Der Sumpf ist immer richtig nice. Ja, Mountain. Hübsch. Also auf jeden Fall hübscher als die wir 2019 bekommen haben auf Grand Prix Bologna. Und der Forest, die sind richtig nice, die Länder. Oh mein Gott. Die sind hübsch. Ja, davon werde ich mir auf jeden Fall mehr bestellen. Gut, das ist der Grand Prix in der Box. Magic Fest in der Box. Entschuldigung, kein Grand Prix. Es gibt keine Grand Prix mehr. Vergiss das Wort. Magic Fest in der Box. Und ich glaube, für den Preis, jeder kann das ja nachgucken, für 150 Euro ist das okay. Also ich bin sehr zufrieden. Und ich werde jetzt mit den Karten spielen gehen. Oder so. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, da bleibt's. Ciao, ciao.